Erstmal danke, dass ihr alle da geblieben seid, so spät für den letzten Slot. Und ich hoffe, es ist unterhaltsam. Ich versuche, viele Live-Demos zu machen. Ich hoffe, das klappt alles. Schauen wir mal, wie gut das alles funktioniert. Ich stelle heute ein paar Sachen vor, die von einem Kollegen von mir gemacht worden sind. Also er hat die Hauptarbeit geleistet, Kenny Bastani. Ihm haben die Spark- und Docker-Sachen schon immer unter den Fingern gejuckt und er hat relativ zeitig schon Integrationen dafür gebaut. Ganz kurz zu mir. Ich bin eigentlich nur jemand, der Graph-Modelle total cool findet, weil wenn man einmal damit angefangen hat, sich die Welt als Netz von vernetzten Objekten vorzustellen, kann man nicht mehr damit aufhören. Dann sieht man überall nur noch Verbindungen und das macht es halt manchmal schwer, mit Leuten zum Beispiel mit einem relationalen Hintergrund zu reden, weil für die sind alles Tabellen und für mich sind alles vernetzte Informationen, so ist es ein bisschen schwer. Und ich kümmere mich um die Entwickler-Community von Neo4j, also seit nunmehr 5 Jahren oder so kümmere ich mich um die Entwickler, Partner und Kontributoren von Neo4j, eine Open-Source-Graph-Datenbank. Und ja, mein Ziel ist es halt, alle Leute glücklich und erfolgreich zu machen. Das ist halt, und Performance. Ganz kurz von eurer Seite, wer von euch hat schon mal eine Graphendatenbank benutzt? In irgendeiner Form? Nicht? Einer? Zwei? Sehr gut. Neo4j oder was anderes? Okay, aber jetzt bestimmt Hadoop. Wer hat schon mal Hadoop genutzt? Okay, 7, 8. Spark, weil ist ja Hype-Thema. Sehr gut. Und das GraphX-Modul von Spark, auch schon mal jemand? Auch einer, okay. Okay, cool. Also ein bisschen was Neues und dieser Talk ist eigentlich der perfekte Konferenz-Talk, weil der packt einfach alle Buzzwords zusammen. Ich glaube, das war auch ursprünglich ein bisschen das Thema des Kollegen da. Also Neo4j, Spark und Docker. Und was wir machen wollen, ist einfach auf dem Wissen der Menschheit sozusagen Wikipedia ein PageRank laufen zu lassen. PageRank ist der Algorithmus, den Google damals genutzt hat, um eine viel bessere Suche als all ihre Konkurrenten auf die Beine zu stellen. Und PageRank benutzt die Verbindung zwischen Seiten als Hauptwertungskriterium, wie wichtig eine Seite ist. Also nicht nur den Inhalt der Seite, sondern wie wichtig finden andere diese Seite. Und dafür gibt es diverse Algorithmen. Der einfachste sagt einfach, ich laufe einfach ziellos durch die Welt und immer wenn ich irgendwo vorbeikomme, setze ich dann Häkchen und dann zähle ich, wie viele Häkchen dann nach entsprechend vielen Milliarden Operationen halt passiert sind und dann sehe ich halt, wie wichtig die sind. Es gibt aber auch andere Algorithmen, die eher parallel sind und die Struktur des Graph einfach nach außen tragen, wie so ein Ausbluten so ein bisschen. Und er hat da ein Tool geschrieben, das heißt Maze Runner, so im Labyrinth hin und her laufen, wie die Ratte sozusagen, das Versuchskaninchen, was im Labyrinth hin und her rennt, was Neo4j und Spark zusammenbringt. So, das Problem an sich ist es, dass diese vernetzten Datenstrukturen eigentlich nicht so richtig gut skalierbar analysierbar sind. Das liegt einmal an ihrer inhärenten Komplexität und zweitens daran auch, dass wenn ich mich durch diese Strukturen navigiere oder bewege, dass dann die Anzahl der Möglichkeiten relativ schnell kombinatorisch explodiert. Ich habe dazu dann auch noch mal ein paar Zahlen. Prinzipiell ist es aber ziemlich cool, was man damit machen kann. Also wenn man sich so anschaut, wo in den verschiedenen Gebieten, mit denen wir zu tun haben, entweder als Entwickler, aber auch als Menschen, diese Graph-Algorithmen eine Rolle spielen, ist schon ganz gut. Also wir können damit besser suchen. Wir haben soziale Netzwerke, die nicht nur die sozialen Netzwerke sind, die wir kennen, sondern auch soziale Netzwerke zum Beispiel unter Kollegen, wenn wir Erfahrungen austauschen oder Teams bilden oder Sachen machen, Kommunikation zum Beispiel auch. Empfehlungen natürlich auch, die mehr oder weniger schlecht oder gut sind, haben wir schon alle viel Spaß damit gehabt, wenn wir unsinnige Sachen empfohlen bekommen haben. Zentralitätsalgorithmen geben uns auch Informationen darüber, wie relevant ist eine Person oder ein Ding innerhalb eines Netzwerks. Und die Erkennung von Zusammenhängen, Strukturen in einer eigentlich unsortierten Menge von Dingen erlaubt es uns halt besser mit diesen komplexen Datenmengen zurechtzukommen, weil wir dann halt sozusagen auf diesen Strukturen halt
hantieren können. Also ich kann damit ganz viel machen. Eins meiner Steckenpferde ist übrigens Softwareanalyse mit Graphen. Also wer da Spaß dran hat, all die Aspekte, die in der Softwareentwicklung eigentlich vernetzte Informationen darstellen, ein bisschen zu analysieren, der kann mich dann auch nochmal ansprechen. Das ist eine Sache, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. Nochmal einen Schritt zurückgetreten, was ist ein Graph eigentlich? Oder wie versteht Neo4j einen Graph? Das Property-Graph-Modell, was Neo4j umsetzt, ist eigentlich relativ einfach, weil es ziemlich nah an dem Objektmodell ist, das wir aus unserer tagtäglichen Arbeit sowieso schon kennen. Also ich habe Entitäten, diese Entitäten haben Eigenschaften und diese Entitäten haben Beziehungen zu anderen Entitäten. Soweit erstmal ziemlich ähnlich. Es gibt ein paar Besonderheiten, zum Beispiel können diese Beziehungen immer bidirektional navigiert werden. Also wenn ich eine Beziehung zu jemandem habe oder zu etwas anderem habe, kann ich die Beziehung auch immer in die andere Richtung navigieren. Also anders als bei einer Objektreferenz, die nur unidirektional ist, komme ich immer wieder zurück. Und ich kann auch Attribute auf der Beziehung ablegen, die dann halt zum Beispiel darstellen, wie wichtig ist diese Beziehung oder wie eng ist die oder was ist die Entfernung zwischen Dingen, die ich dann wieder nutzen kann, wenn ich Abfragen auf dieser Datenstruktur mache. Und also prinzipiell ist es eine relativ eindeutige oder einleuchtende Datenstruktur der Trick, den Graphendatenbanken eigentlich nutzen, um so gut dafür geeignet zu sein und so schnell auch dabei zu sein, mit diesen Strukturen umzugehen, ist, dass sie im Endeffekt diese Beziehungen mit als Datenstrukturen in der Datenbank abspeichern. Sie prämaterialisieren sozusagen diese Beziehung. Wenn man sich im Gegensatz dazu eine relationale Datenbank anguckt, oder auch alle anderen NoSQL-Datenbanken, ist es so, dass ich, wenn ich Beziehungen zwischen Entitäten habe und die auflösen will, muss ich zur Abfragezeit diese Beziehung wiederherstellen. Also bei einem Join habe ich halt Primärschlüssel hier, Fremdschlüssel hier und ich muss die zusammenbringen. Wenn ich 30 Joins habe, muss ich das halt 30 Mal machen mit entsprechender kombinatorischer Explosion. Oder wenn ich halt eine Dokumentendatenbank habe, wo ich Beziehungen zwischen Dokumenten habe, dann mache ich halt ein N plus 1 Select. Also ich ziehe mir das Master-Dokument und dann für in diesem Attribut sind halt andere Dokumentenreferenzen, dann muss ich halt x Mal zur Datenbank gehen und mir die Sachen holen. Und die Ansätze haben halt das Problem, dass man halt immer, wenn man stark oder interessant vernetzte Informationen hat, dann der Datenbank eine ganze Menge Arbeit aufbürdet, um halt diese Sachen immer zur Abfragezeit zu berechnen. Und im Graphen ist es eigentlich ganz einfach, weil dadurch, dass diese Relationen vormaterialisiert sind, also mit abgespeichert sind, gehe ich nur hin und sage, gib mir alle Beziehungen vom Typ hat gekauft für diese Person. Und die liegen alle schon vor, also er liefert die instantan zurück, sodass ich halt sozusagen in sehr hoher Geschwindigkeit diese Beziehungen navigieren kann. Also auf so normaler Hardware kann Neo4j zwischen 2 und 4 Millionen Beziehungen pro Sekunde und Prozessorkern traversieren. Das ist eigentlich schon mal ganz nett. Also man kommt halt auch bei sehr komplexen Abfragen, die zum Beispiel sehr, sehr viele Joins normalerweise enthalten würden, hat man nicht das Problem, dass man wie bei anderen Ansätzen halt durch diese Explosion von Möglichkeiten halt sowohl Speicher als auch CPU-mäßig ausgelastet ist, sondern man kommt immer noch in Echtzeitabfragen rein. Und das ist ziemlich cool. Ein besonderer Aspekt ist dort, dass Graphendatenbanken normalerweise für lokale Suchen am besten geeignet sind. Das heißt, ich habe irgendwelche Startpunkte, zum Beispiel Personen, Produkte, Orte, und ausgehend von diesen Startpunkten kann ich dann die Umgebung dieser Punkte oder dieser Entität mir angucken. Das muss nicht auf ein Level beschränkt sein, ich kann halt auch 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schritte rausgehen. Und während ich das mache, sammle ich und aggregiere ich halt Informationen, die mich halt interessieren und gebe die dann als Ergebnis der Abfrage zurück. Hat den großen Vorteil, dass die meisten Abfragen unabhängig von der Gesamtdatenmenge sind. Also selbst wenn ich zum Beispiel die gesamte Menschheit mit ihren 7 Milliarden Menschen in meiner Datenbank hätte und mich würden nur die Personen interessieren, die hier im Saal sitzen, dann würde ich sagen, okay, finde mir alle Personen, die heute hier in Karlsruhe bei dieser Veranstaltung sind und dadurch würde ich halt nur diese sehr, sehr lokale Menge von Informationen überhaupt anfassen, weil ich würde halt zum Beispiel bei Data Today anfangen und dann halt mich zu den Teilnehmern hinhangeln, die Leute, die jetzt noch in diesem Saal sitzen und dann hätte ich schon die Informationen. Das heißt, ich muss nicht über alles drüber gehen und einen Index benutzen, sondern ich nutze diese Beziehungen, die Sie gerade gesehen haben, als sozusagen inhärente, eingebaute Navigationsmöglichkeit, sozusagen einen traversierbaren Index innerhalb meiner Datenbank.
Und das macht es halt sehr, sehr schnell und auch erlaubt es mir, dass ich halt viel, viel mehr Daten in der Datenbank habe, als ich zum Beispiel Speicher zur Verfügung habe. Also ich kann halt durch diese lokalen Suchen halt auch viel größere Datenmengen verwalten, als ich Hauptspeicher zur Verfügung habe. So, Neo4j ist die Graph-Datenbank, die eigentlich am meisten genutzt wird weltweit. Ist Open Source, man findet den ganzen Code auf GitHub. Schon lange unterwegs in der Branche und versucht halt, den Gedanken so vielen Leuten wie möglich nahezubringen. Ist eine transaktionale Datenbank aus dem Grund, dass diese feingranularen Strukturen, die Sie gerade gesehen haben, wenn ich diese Strukturen aktualisieren möchte, möchte ich natürlich nicht, dass meine Aktualisierung nur partiell erfolgen. Das heißt, ich brauche irgendeinen Rahmen, in dem diese Aktualisierung erfolgen kann, entweder ganz oder gar nicht und auch unsichtbar anderen gegenüber. Und das ist dieses klassische Transaktionsverhalten, das ich aus relationalen Datenbanken auch kenne. Sozusagen das feingranulare Datenmodell, das eine Graph-Datenbank hat, bedingt halt, dass ich mit Transaktionen sozusagen meine Änderungen kapseln oder schützen muss. Wie sieht das jetzt aus, wenn ich in Neo4j eine Abfrage schreibe? Als wir den Schritt gemacht haben von einer embeddeden Datenbank, die ich einfach in meinen Java-Prozess eingebaut habe oder reingehängt habe, mehr in Richtung Datenbank-Server, um halt auch andere Programmiersprachen und andere Entwickler glücklich zu machen, haben wir halt lange darüber nachgedacht, was machen wir zum Thema Abfragesprache und haben uns SQL angeguckt, aber so richtig für diese stark vernetzten Strukturen ist SQL nicht wirklich gut geeignet. Wer schon mal eine Abfrage mit, weiß ich nicht, 20 Joins geschrieben hat, weiß, dass das ein paar DIN A4 Seiten sind und das ist nicht wirklich mehr lesbar und handhabbar. Und was wir uns überlegt hatten, ist im Endeffekt, diese Graphmodelle malt man ja normalerweise auf einen Whiteboard oder auf Papier auf oder modelliert sie mit dem Tool. Und das ist ja ein 2D-Modell eigentlich. Und wie kann ich jetzt dieses 2D-Modell in eine eindimensionale Darstellung bringen, indem ich sowas wie ASCII-Art benutze? Das heißt, ich nehme einfach meine Entitäten, klammere sie mit runden Klammern und benutze zwei Gedankenstriche und ein größer als Zeichen oder kleiner als Zeichen, um halt die Beziehung abzubilden. Das heißt, hier habe ich halt eine Person, die einen Käfer besitzt und dieser Käfer wurde von VW hergestellt und dieses Muster ist im Endeffekt genau dasselbe, was ich halt mit Kreisen und Pfeilen aufmalen würde, aber halt als textuelle Darstellung dessen. Und in dem Muster sind übrigens schon 4 Joins enthalten, also da das besitzt und made by alles M-to-N-Beziehungen sind hier schon 4 Joins abgebildet. Und dieses Muster kann ich jetzt einfach nehmen und das dieser Abfragesprache selber vorwerfen, ein Create davor schreiben und schon wird dieses Konstrukt in der Datenbank für mich angelegt. Also ich habe einen Personenknoten, eine Beziehung, den Autoknoten und den Firmenknoten halt auch. Und dann kann ich dasselbe für Tim nochmal machen, der hat auch ein Auto. Und dann, wenn ich halt zum Beispiel wissen will, wer muss jetzt sein Auto zurückbringen, um neue Abgasanlagen einbauen zu lassen, dann schaue ich halt einfach nach, okay, was ist die Firma, ist VW. Ich finde alle Autos, die von dieser Firma hergestellt wurden, indem ich halt einfach diese Beziehung rückwärts navigieren kann und dann noch die Person dazu. Und dann sage ich halt irgendein Datum der Herstellung zum Beispiel und dann gebe ich mir halt das Modell des Autos und die Anzahl der Leute mal zurück. Das Return ist einfach die Rückgabemenge. Und es geht immer um diese Muster, die ich halt sehr, sehr kompakt und präzise ausdrücken kann. Das Coole daran ist, dass mit der Abfragesprache nicht nur Entwickler umgehen können, sondern auch viele Leute, die einfach aus der Business-Ecke kommen und schauen, wie wird mein konzeptionelles Domainmodell eigentlich in der Software abgebildet. Die haben halt nicht mehr diesen Medienbruch, den man halt oft bei relationalen Datenbanken hat, dass ich halt hier ein schönes konzeptionelles Domainmodell habe und hier habe ich nur noch Tabellen. Und dann, wo ist denn der Übergang für jemanden? Und im Graphen bleibt das halt immer auf der konzeptionellen Ebene, was halt relativ cool ist. Okay. Anwendungsfälle gibt es ganz viele. Ich gehe da jetzt hier nicht drauf ein, das geht zu sehr ins Detail. Die Frage nochmal, warum ist es so schwierig, diese vernetzten Daten algorithmisch halt zu handhaben? Eine Sache, die ich schon erwähnt habe, relationale Datenbanken sehen halt alles als Tabellen, also es gibt kein
richtig gutes Konzept, um diese Beziehung abzubilden, wenn man sich SQL selbst anschaut und schaut, wie Joins und Foreign Keys sozusagen da nachträglich wie rangeflanscht wurden, dann merkt man auch, dass das kein inhärentes Konstrukt der relationalen, der Mengenalgebra ist, sondern dass es halt eine Sache ist, die im Nachhinein hinzugekommen ist. Und auch für NoSQL-Datenbanken, wie schon gesagt, die sind nicht dafür optimiert, Beziehungen abzubilden. Und wie ergibt sich das, wenn ich jetzt mal irgendeinen Datensatz habe, ich habe 100 Millionen Knoten und jeder dieser Knoten hat noch 100 Beziehungen zum nächsten Knoten. Na, also ich habe halt diese Form von Vernetzung. Und wenn ich jetzt von einem Startknoten 10 Schritte raus navigieren will, dann sind das 100 Millionen Knoten mal 100 hoch 10. Und das kann man sich schon vorstellen, dass da halt mit diesen vielen, sind glaube ich schon Billionen oder Billiarden Pfaden, relativ schnell die Komplexität von klassischen Algorithmen halt überfordert ist. Deshalb, um halt diese komplexen, großen Datenmengen global zu analysieren, also alles das, was halt nicht diese lokale Suche ist, wo ich halt Startpunkte habe und dann halt rausgehe, sondern wenn ich global Sachen berechnen will, wie zum Beispiel PageRank, wo ich sage, okay, finde mir in diesem ganzen Cluster, in diesen Milliarden von vernetzten Knoten halt die wichtigsten Elemente raus, wurde bisher eigentlich immer auf batchbasierte Compute-Ansätze gegangen. Also einmal hat Google halt Pregel entwickelt, was halt ein Nachrichtensendermechanismus ist, in dem sozusagen jeder dieser Knoten als kleiner Sender und Empfänger von Nachrichten agiert und durch die Ausführung dieser Nachrichtenversendung und Verarbeitung wurden sozusagen inkrementell Informationen gesammelt und diese Informationen haben im Endeffekt den Algorithmus abgebildet. Das geht eigentlich ganz okay, aber ich habe halt trotzdem noch das Problem, dass diese ungeheure Menge von Beziehungen dazwischen die Sache halt stark beeinflusst. Bisher war es halt so, dass dieser Batch-Ansatz halt genutzt werden konnte. Es gibt auch einige Graph-Compute-Engines, die auf Hadoop entwickelt wurden, aber ich habe halt immer das Problem, dass ich halt die Latenzproblematik habe, also wie lange dauert es, bis ich halt die Informationen berechnet habe. Und ein zweites Problem, das ich halt bei diesen iterativen Algorithmen habe, ist halt, es kann halt kein Streaming von einem Batch einfach durch, sondern ich muss immer und immer wieder auf die Daten zugreifen. Das heißt, ich bin halt auch immer wieder plattenmäßig halt dabei und muss auf der Datentransferrate, die ich halt zur Verfügung habe, mit der halt hantieren. So, es ist also nicht so, dass das richtig das Gelbe vom Ei. Und das ist nochmal eine Zusammenfassung, also dass ich prinzipiell iterieren muss und immer wieder auf dieselben Daten drauf zugreifen muss. Und deshalb hat man halt überlegt, wie kann ich es halt anders machen, zum Beispiel indem ich halt schnellere Speichermedien nehme, wie zum Beispiel Hauptspeicher selbst. Und da kann ich halt Folgendes machen, ich kann halt einfach sagen, okay, ich nehme einen anderen Ansatz, wo ich halt kein I.O. mehr habe, sondern halt Platten durch Speicher austausche. Wir haben halt heute und gestern schon genug über Sparket gehört, muss ich jetzt nichts mehr im Detail dazu erzählen. Aber was ganz cool ist, ist bei Spark, dass einmal ich kein I.O. mehr habe, das heißt, ich muss nicht mehr mit der Latenz der Festplatte halt hantieren. Und zweitens, dass in Spark schon eine Graph Processing-Bibliothek mit enthalten ist. Das heißt, die kann ich relativ einfach nutzen. Die heißt GraphX und in GraphX kann ich relativ einfach damit umgehen. Um jetzt zu zeigen, wie man halt mit Neo4j als Graphendatenbank und Spark zusammen hantieren kann, habe ich ein paar Demos vorbereitet. Hoffen wir mal, dass die alle so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Das erste Demo ist, dass ich lokal ein Neo4j habe. Und starte mal das. Und ich
fahre nur eine Spark Shell hoch, die halt interaktiv mir erlaubt, mit Spark umzugehen. Um mal zu kurz zu gucken, wie Neo4j aussieht. Ich habe es ein bisschen größer gemacht. Normalerweise ist es nicht ganz so groß. Neo4j hat halt eine Web-Oberfläche, mit der ich halt interagieren kann. Und wenn ich jetzt halt bestimmte Sachen halt hier ausführen möchte, dann kann ich das direkt tun. Ich könnte zum Beispiel hier diese Abfragen, die ich vorhin gerade eben gezeigt habe, mit den Autos. Wenn ich die mir mal nehme und hier reinkopiere und ausführe. Also ich muss noch die Sonderzeichen rausmachen, die da nicht reingehören. Moment. So, dann sollte ich mir die Sachen noch zurückgeben lassen. Ups. So. So, dann sagt er mir, er hat 6 Knoten hinzugefügt und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte mal hier die beiden Personen sehen. Ich sehe hier Tim und da Joe und wenn ich die Knoten expandiere, sehe ich hier, der hat halt einen Käfer, der müsste halt einen Tesla haben. Habe ich die alle beiden gleich genannt? Ah, den einen habe ich Type genannt, den anderen habe ich und dann habe ich hier VW und dann auf der Seite habe ich halt einen Tesla als Company. Und das ist im Endeffekt sozusagen 1:1 das Modell, auf dem ich halt auf konzeptionellen Level gearbeitet hätte. Und das ist dasselbe Muster wieder, das ich in der Abfragesprache halt auch hatte. Und wenn ich jetzt sage, okay, wer muss jetzt sein Auto zurückbringen, dann kann ich hier auch einfach sagen, okay, ich führe diese Abfrage aus. Ich muss wahrscheinlich hier wieder die Sonderzeichen entfernen. Ich mache auch das mit dem Datum mal raus, weil ich das jetzt hier nicht hinzugefügt hatte. Und dann sehe ich, dass hier eine Person einen Käfer zurückgeben muss. Und so kann ich halt diese Muster nehmen, um halt mit den Daten zu interagieren. Okay, jetzt, das ist erstmal allgemein nur Web-Oberfläche und Abfragesprache von Neo4j. In Spark, was ich jetzt kurz zeigen möchte, ist die folgende Geschichte. Ich habe mir als Datenfile, was halt immer so typisch ist, wir nehmen halt irgendwelche textuellen Daten. Ich habe Les Miserables von Gutenberg mir gezogen und will das Buch jetzt mal nehmen und einfach in die einzelnen Worte aufteilen. Also ich lese das einfach ein und teile das auf. Das heißt, er nimmt die Datei und hier lokal auf meinem Mac läuft er halt mit 4 parallelen Prozessen und hat hier halt die Textdatei. Und habe ich meinen Pointer. So, hier ist einfach nur der Dateiname und hier sage ich einfach, lade das bitte als Textfile ein, jede Zeile für sich mit 4 Partitionen. Dann macht er für mich halt hier so eine virtuelle Beschreibung dieser Operation daraus, speichere das dann einmal im Hauptspeicher ab, das heißt, das bleibt dann auch erhalten und wird nicht so schnell weggeworfen. Dann habe ich halt diese Daten und dann gehe ich einfach über die Zeilen eine drüber und sage, okay, splitte die bitte an Whitespace und ruft dann auch ein To-Lower drauf auf. Das heißt, ich habe jetzt alle Worte des Buches als kleingeschriebene Worte in meiner Liste drin und dann zähle ich die einfach mal und das sind dann 116.000 Worte. Sozusagen alle Sätze aneinandergereiht als lange Liste. Ne, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel gucke, Words take 100 collect oder so, sehe ich halt die ersten, ups. Ich brauche bloß. Sehe ich hier, das sind einfach die ersten paar Worte des Textes des Buches. Okay, wenn ich aus diesen Sätzen sozusagen jetzt einen Graph erzeugen wollte, was würde ich dann tun? Ich könnte einfach eine Neo4j-Bibliothek nehmen, eine Scala-Bibliothek für Neo4j, die mir hier importieren. Und dann habe ich hier eine
Abfrage, die folgendes macht, die geht über all diese Worte drüber und zwar nicht einfach in Reihe, sondern die partitioniert es auch auf die verschiedenen Executors von Spark, also in vier parallel. Und die sagt, okay, für das allererste Wort erzeuge ich einfach nur ein Wort, gebe die ID dieses Knoten zurück von Neo4j und für alle folgenden Worte nehme ich die vorhergehende ID, die ich gerade bekommen habe, erzeuge ein neues Wort und verknüpfe den vorhergehenden Knoten mit diesem Knoten. Also ich bilde sozusagen nach und nach die Kette aus. Und deshalb sieht das hier so ein bisschen komisch aus, weil ich mir einfach die ID zurückgeben lasse und dann gucke mit einer Faltungsoperation, einfach halte ich mir die ID einfach in dem Akkumulator und dann nutze ich das, um halt diese Sache zu machen. Und entweder wenn ich noch keine ID habe, rufe ich einfach createWord auf, gebe das aktuelle Wort als Parameter für Text ein. Parameter für Text ist da. Und wenn ich schon eine ID habe, benutze ich halt das, was im Akkumulator steht, als ID und wiederum Text als Wort, wo ich dann halt sage, okay, meinen Vorgänger suche ich mir hier raus und dann mache ich einfach eine Next-Beziehung zu dem neuen Wort und gebe die ID des neu erzeugten Dingens auch wieder zurück. Also sieht zwar aus wie viel, aber ist eigentlich nicht viel. Und dann gibt er, hier unten führt er das aus und gibt einfach das ID-Feld wieder zurück und speichert das dann im Akkumulator. Und dann liefert, da das ein Fold oder ein Flatmap ist, irgendwo in dem Map-Partition, wo ist es? Ich sehe es gerade nicht. Connect. Ah, da oben, danke. Das Map-Partition ist ganz oben, deshalb muss ich dann noch einen Iterator zurückgeben und mache das halt mal. So, wenn ich das jetzt ausführe, macht halt mit vier Threads parallel diese 120.000 Worte, 120.000 Beziehungen in Neo4j, jedes für sich, also es ist irgendwie überhaupt nicht optimiert und zurzeit, das läuft jetzt auch beides, sowohl das Spark als auch die Datenbank auf dem Laptop, sodass er ein paar Sekunden dafür braucht. Aber während er das macht, können wir schon mal schauen, was man dann so fragen kann. Zum Beispiel, schon fertig? Nee. Zum Beispiel kann ich sagen, bloß mal zum Zwischencheck, wie viele Daten hast du jetzt schon? So, er ist auch schon ein bisschen hakelig, weil er halt jetzt kämpft auf meinem armen Mac. Also jetzt hat er irgendwie 37.000. Okay, dann können wir ja schon mal schauen, was wir da noch machen wollen. Okay, ich setze noch ein Index hier, um dann schneller auf die textuellen Sachen zuzugreifen. Und während er parallel im Hintergrund noch einfügt, um zu tun. Und während er das macht, kann ich jetzt zum Beispiel schon mal eine Abfrage machen, die jetzt nicht so wirklich mit Graphen zu tun hat, aber mir einfach mal zeigt, für jedes Wort, wie oft taucht dieses Wort auf. Also ich suche mir die Worte, nehme den Text, da ich ja jedes Wort neu erzeugt habe in diesen langen Ketten und zähle einfach, wie oft die vorkommen und sortiere das einfach und gebe das aus. Wenn ich das ausführe, sehe ich dann halt, da das ja ein französischer Originaltext ist, dass die klassischen Artikel, Pronomen und so halt am häufigsten vorkommen und weiter unten kommen dann halt Sachen wie Beschreibungen, Namen und so weiter. Ist jetzt nicht so spannend. Was jetzt viel spannender ist, ist, sich mal diese Ketten anzugucken. Und was ich hier mache, ist folgendes. Ich suche mir ein Wort, in dem Fall ist es L, also C auf Französisch, und lass mir die zehn nächsten Worte in der Kette geben und lass mir das einfach mal zurückgeben und anschauen, zum Anschauen, als Pfade. Also ich weiß, diesen Pfad von 10 Knoten nach dem L einem Pfad zu und gebe mir die zurück. Und wenn ich das mache, sehe ich halt hier diverse Pfade. Ich mache die mal, dass man die ein bisschen besser lesen kann. Und hier sieht man halt, wenn man des Französischen mehr mächtig ist als ich, wie halt die Sätze sich sozusagen auch nach und nach formen. Also sehe ich dann sozusagen die gesamte Struktur des Buches als lange, lange, lange Kette. Sozusagen.
Was man dann zum Beispiel darauf machen kann, ist zu sagen, ich will mal schauen, wie weit zum Beispiel typischerweise Worte auseinander sind innerhalb eines Buches. Ne? Also ich habe jetzt wieder zwischen L und L genommen, aber man kann natürlich auch sagen, was ist denn sozusagen die semantische Dichtheit für einen bestimmten Begriff innerhalb eines Textes. Was ich hier dann einfach auch ausführen kann. Und er nimmt einfach L und geht bis zu 100 Schritte raus, um das wiederzufinden. Ich könnte auch mehr machen, es ist jetzt nur demonstrationsmäßig. Und ich sehe, dass im Durchschnitt 45 Worte zwischen einmal L und dem nächsten Mal L ist. Ist ganz gut vielleicht für Deutschlehrer, um so Wortwiederholungen und solche Sachen halt herauszufinden. Okay, so viel zur, das ist halt eine ganz, ganz einfache Integration von Spark und Neo4j, die man halt ganz schnell machen kann. Aber im Endeffekt wollten wir ja diese PageRank-Geschichte machen. Jetzt bin ich wieder zurückgegangen. Geh mal schnell vor. Ja, ich will keine Animation. Deshalb wurde damals von meinem Kollegen Kenny halt dieses Maze Runner Integrationsbibliothek geschaffen, die im Endeffekt dieses GraphX von Spark benutzt, was halt auch Knoten und Beziehungen hat als Konstrukte innerhalb des Systems und was halt auch Graph-Algorithmen wie zum Beispiel PageRank mit anbietet. Und die Idee war eigentlich zu sagen, okay, wenn ich Graphen habe, die für eine globale Analyse zu groß sind in Neo4j, exportiere ich die einfach temporär nach Spark, lasse die Berechnung laufen und importiere die Ergebnisse wieder zurück nach Neo4j. Sodass ich dann halt zum Beispiel an jedem Knoten mir eine Rank- oder PageRank-Eigenschaft halt ablegen kann, die ich dann in meinen anderen Abfragen einfach weiter benutzen kann, wo ich dann zum Beispiel bessere Empfehlungen machen kann. Okay, hier ist nochmal ein Bild von dem GraphX. Das ist zum Beispiel eine Tabelle für einen Knoten oder für Knoten und eine Tabelle für Beziehungen. Da fehlen ein paar Konzepte, die aus dem Property Graph eigentlich enthalten sein könnten, aber für diese Graph-Algorithmen ist das vollkommen ausreichend. GraphX hat ein paar coole Implementierungen dieser Algorithmen. Die haben da einige sehr spannende Sachen gemacht. Die machen zum Beispiel sehr aggressiv zu schauen, welche Eigenschaften muss ich überhaupt für diesen Algorithmus benutzen. Alle Eigenschaften, die nicht genutzt werden, werden nie aus der Quelle geladen zum Beispiel. Oder dass ich halt bestimmte Filterprädikate so weit wie möglich runter pushe. Also das heißt, wenn ich eine Datenquelle habe, die bestimmte Prädikate schon ausführen kann, mache ich das schon in der Datenquelle, bevor ich die Daten lade und habe dann halt eine effektivere Nutzung der Bandbreite zum Beispiel. Und die haben auch so ein Konzept von aktiven Komponenten im Graphen. Und wenn die sich zum Beispiel gerade, wenn der Algorithmus sich gerade in einem Bereich befindet, ignoriert er alle anderen Sachen. Dann guckt er die nicht mal an, sondern weiß halt, okay, ich bin jetzt in dieser Nachbarschaft sozusagen, deshalb brauche ich mir die anderen Sachen gar nicht anschauen. Und so ein PageRank in Spark's GraphX sieht im Endeffekt so aus. Ich lade mir den Graphen aus einer Datei oder aus einer anderen Datenquelle. Dann lasse ich mir die Grade der Knoten geben, der Grad eines Knoten ist im Endeffekt die Anzahl der Beziehungen, die ein Knoten hat. Und dann ist das hier eine Implementierung, die auf Pregel basiert. Das heißt, ich habe diese Botschaften, die zwischen diesen Knoten hin und her geschickt werden. Und hier habe ich halt eine Startbotschaft mit dem Wert 0 und dann habe ich halt Anwendungsvorschriften, wie halt neue Botschaften berechnet werden und wie halt die Nachricht der Botschaften sozusagen in meinen aktuellen eigenen Zustand halt integriert wird. Und im Endeffekt ist das ein Algorithmus, der im Endeffekt nur einen bestimmten Wert, und zwar diesen Knotengrad, immer wieder rauspusht von den Knoten. Das heißt, es ist wie so ein Auslaufen, was immer wieder passiert, sodass dann sich sozusagen auf den Knoten, die besonders wichtig sind, die sind sowas wie eine tiefe Senke und da sammelt sich sozusagen das meiste und deshalb haben die dann zum Schluss den größten PageRank. Das ist halt so im Endeffekt der Ansatz. Und was er jetzt gemacht hat, ist Folgendes. Der hat Neo4j über RabbitMQ zur Steuerung und HDFS an Spark angebunden. Lässt das Ganze in Docker-Images laufen. Und im Endeffekt ist es so, ich mache im Neo4j eine Abfrage, die sagt, welche Daten will ich eigentlich extrahieren und für welche Daten will ich den Graph-Algorithmus laufen lassen.
Das wird temporär in HDFS in eine Datei geschrieben und GraphX macht den Graph-Algorithmus auf diesen Daten. Die Ergebnisse werden dann genommen und wieder nach Neo4j zugeschrieben. Das ist der ganze Ansatz. Dann gibt es noch einen Scheduler, der sozusagen sagt, okay, ich mache das halt in kleineren Paketen oder kleineren Häppchen, sodass halt dann ein Batch nach dem anderen verarbeitet wird. Und weil der Ansatz wieder aufnehmbar sein sollte, wurde halt auch hier HDFS als persistente Zwischenschicht halt genutzt, um halt die Sachen dann halt wieder anlaufen zu lassen zu können. Sieht im Endeffekt so aus. So, um es relativ einfach machen zu können, das laufen zu lassen, hat er sozusagen die verschiedenen Komponenten in Docker-Images eingepackt. Das heißt, eine Neo4j-Datenbank, diese Schnittstelle zwischen Spark und Neo und ein Spark-Computer, der halt dieses Graph, diese verschiedenen Graph-Algorithmen enthält, die dann über den Docker Compose sozusagen nur zusammengefasst wurden. Docker Compose ist nur eine Datei, die sagt, ich habe verschiedene Instanzen von Services und wie hängen diese zusammen. Also das heißt, ich habe irgendwo ein HDFS-Image, ich habe irgendwo MazeRunner, diesen Indikationsservice, der ein bestimmtes Image ist, der braucht halt HDFS. Ich habe Neo4j, das hat bestimmte Ports exponiert, hier sind die Daten von Neo4j und dann hängt das wieder von MazeRunner und HDFS sozusagen ab. Und dann kann man das sozusagen mit einem einzigen Kommando starten. Und wenn man das mit einem Kommando startet, dann lädt das halt die drei Services oder vier Services insgesamt. Und dann kann man gegenüber dem Neo4j einen Aufruf machen und dann wird das sozusagen getriggert, dass bestimmte Sachen exportiert werden, nach HDFS geschrieben werden, dann wird Spark getriggert, dass diese Files genommen werden, prozessiert werden, dann wird es wieder zurückgeschrieben und dann in Neo4j eingefügt. Und wenn man das laufen lässt mit Docker Run, sieht das so aus wie auf diesem Bild oder wie ich euch jetzt auch gleich zeigen kann. Okay, jetzt hat er den ganzen Kram hier fertig eingefügt. War mein Mac ein bisschen. Also hat er vor einer Weile schon gemacht, aber. So, und was wir hier haben, ist das hier? Nee. Wo ist mein Screen? Ich habe, glaube ich, meine Verbindung zu meinem Server verloren, wo ich das rauflaufen lassen hatte, aber zum Glück kann man ja da wieder rauf. So, das war noch ein Test, den ich gemacht habe. So, und zwar, ich habe das hier gestartet und dann schauen wir mal. Mal ganz zum Anfang kommen. Hat er halt Folgendes gemacht, diesen Link hier ausgeführt. Im Endeffekt auf dem Neo4j wurde eine Erweiterung eingebaut, die halt diese MazeRunner-Analysen halt zur Verfügung stellt und man sagt dann einfach, auf welchem Datum man das macht. Und da wir uns ja DBpedia hier angucken, was ich auch nochmal ganz kurz zeigen kann, ist das halt im Endeffekt, dass ich, oder ich nehme den anderen, das ist der, ja, dass ich halt hier verschiedene Seiten habe, die einen Link zueinander haben. Und um das mal ganz kurz zu zeigen, was da zum Beispiel an Informationen drauf ist, in der Datenbank sind ungefähr 11 Millionen Knoten drin und 120 Millionen Beziehungen. Also es gibt halt in der englischsprachigen Wikipedia so viele Artikel, die untereinander Beziehungen haben. Also 11,4 Millionen Knoten. Und wenn ich mir das mal anschauen möchte, zum Beispiel kann ich sagen, okay, ich lade mir jetzt von Karlsruhe die 25 ersten Verbindungen runter, dann sehe ich halt Karlsruhe. Und Karlsruhe ist halt verbunden mit Paris, mit Europa, mit Ettlingen, mit Bertha Benz und so weiter. Ne? Mit Krasnodar, mit Krakau auch, wahrscheinlich irgendwie Partnerstadt oder indirekt, ich weiß nicht. Also jedenfalls, ich habe mal geguckt, aber alleine Karlsruhe
als Seite hatte, glaube ich, ich weiß nicht, 25.000 Links oder so, irgend so eine krasse Zahl. Ne, 2.000 Links, 2.000 Links. Ah ne, das war Berlin, was so viel hatte. Also es hat 2.000 Links alleine die Seite von Karlsruhe. Und das ist sozusagen die Basisstruktur, und was ich jetzt halt auf dieser Struktur halt aufrufen kann, ist halt dieser Service-Aufruf, wo ich sage, für die PageRank nutze die Link-Eigenschaft, um die Sache zu berechnen. Und dann wird dieser Export halt getriggert und wird halt ausgeführt. Und hier ist halt, oh, jetzt ist mein Speicher jetzt, dann ist natürlich los. Dann sieht man halt im Log, wie er die ganzen Daten exportiert hat, die 120 Millionen Beziehungen in Graph X verarbeitet hat, und das ist jetzt gerade das Ergebnis, dass er halt diese ganzen Knoten wieder im Nachgang rückwärts aktualisiert hat in Neo4j. Das heißt, wenn ich mir jetzt diese Knoten hier angucke, haben die halt, jetzt will ich nicht machen, haben die halt PageRank-Eigenschaften. Ich kann das hier bei Karlsruhe sogar schon sehen. Das heißt, wenn ich mir die Sachen tabellarisch anschaue, sehe ich, dass die jetzt alle einen Zähler bekommen haben. Und was ich mir jetzt halt im Nachhinein anschauen kann, ist zum Beispiel zu sagen, okay, ich möchte gern die Seiten, also Page, sortiert nach so die Top 10 Seiten zum Beispiel in Wikipedia nach PageRank sortiert angucken. Also das heißt, er nimmt jetzt halt die 11 Millionen Einträge, guckt sich die Eigenschaft PageRank an, und dann liefert er uns halt die ersten 10 davon. Und, oh, das war wahrscheinlich, sind ein paar durch die Lappen gefallen. Der nimmt die 0 als erstes, sollte er nicht machen. Lass uns nochmal laufen. Und dann sieht man halt, dass sowas wie Vereinigte Staaten von Amerika und so haben halt relativ hohe Ranking, ist ja auch englischsprachiger Wikipedia. Oder? Was ist denn das? Was anderes. Das sind jetzt, wieso sind das jetzt Autos? Ja, Karlsruhe fehlt auch noch, ne? Ne, ich wollte eigentlich alle sehen, aber egal. Jedenfalls bin ich noch nicht ganz fertig. Es kommt nämlich noch was. So, das ist halt ein Ansatz, aber ich habe halt zwei Sachen gemerkt. Erstens ist der Ansatz ein bisschen overengineert worden von meinem Kollegen mit all diesen Sachen, die da mit drin stecken. Das heißt, man kann es viel einfacher machen. Und ich habe mich vorhin gerade nochmal hingesetzt und überlegt, wie könnte ich das dann einfach auch mit wenigen Zeilen Code und Spark selber machen. Und ich bin da im Endeffekt auf Folgendes gekommen. Ich kann auch einfach, wie ich schon gezeigt habe, an Neo4j eine Abfrage schicken, mir die ganzen Paare von IDs zurückgeben von den Seiten, diese halt in eine Spark RDE Collection umwandeln, um dann eine Kanten von GraphX zu haben. Das heißt, ich kann halt, in dem Fall sind es halt 100.000 oder so, nur als Beispiel mal rausziehen. Dann lasse ich für diese, erzeuge ich aus diesem Kantenfile oder Kanten-RDD einen Graphen und lasse da einfach PageRank drauflaufen, und dann mache ich wieder mein Map-Partition, so ähnlich wie bei dem Buch vorhin auch, um die Ergebnisse wieder zurückzuschreiben. Und ich hatte vorhin schon noch angefangen, das mal auszuführen, aber ich bin nicht ganz fertig geworden. Das hätte ich euch ganz gerne noch gezeigt. Ich habe nur noch rausgeguckt, dass diese gesamten Kanten, diese 120 Millionen Kanten, ungefähr 3 Gigabyte an Rohdaten sind, die da halt zurückkommen, die ich halt nach Spark reinpumpen würde, und dann halt, und mein Mac wollte das nicht so richtig ausführen. Aber an sich ist es halt, kann man mit einer Handvoll Scala-Core die ganze Sache auch machen. Und weil mir das damals keine Ruhe gelassen hat, dass was man da noch machen kann, habe ich halt überlegt, eigentlich, Neo4j ist ja keine langsame Datenbank, sondern eigentlich eine ziemlich schnelle Datenbank. Was würde denn passieren, wenn du diesen Algorithmus selbst in Neo4j selbst reinschreibst, implementierst als Erweiterung mit ein bisschen Parallelisierung?
Und da kommt heraus, dass Neo selber das PageRank-Berechnen von dieser ganzen DBP in 90 Sekunden machen kann. Das heißt, für Graphen in dieser Größenordnung brauche ich eigentlich noch gar keinen Spark. Das war eigentlich eine coole Erkenntnis. Das heißt, ich würde dann wahrscheinlich auf Spark und den Spark-Cluster erst gucken, wenn ich halt Graphen in der Größenordnung von, weiß ich nicht, 500 Millionen Knoten, eine Milliarde Kanten oder 10 Milliarden Kanten oder so habe, wo ich dann halt viel größere Mengen brauche. Und das will ich jetzt als letztes Demo noch schnell zeigen. Wenn ich hier nämlich, machen wir es, muss meinen Screen wieder finden. Ja. Hier das Klo drin? Nee. Ah ja. Okay, ich habe hier auch so eine Extension gebaut, halt, die halt, der ich halt sagen kann, führ mir bitte PageRank aus auf dem Knoten mit dem Label Page und dem Link. Und wenn ich das jetzt hier mache, dann macht er halt mit 5 Iterationen diese 120 Millionen Operationen des PageRanks, also ungefähr 600 Millionen Operationen. Und dann schreibt er auch noch transaktional diese 12 Millionen Eigenschaften an die Knoten zurück. Und das dauert ungefähr eine Minute und ein bisschen. Und damit möchte ich auch beschließen. Ich glaube, wir sind schon über die Zeit ein bisschen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich finde es halt alles ganz spannend, so Technologien zusammenzubringen, und ich denke, dass wir da in den nächsten Wochen und Monaten noch ein paar richtig coole Sachen zu sehen bekommen. Neo als Company arbeitet auch relativ stark mit den Spark-Leuten zusammen, weil wir gern sozusagen die Integration zwischen den beiden Produkten sozusagen nicht nur auf meiner Spielwiese, sondern richtig auf einem produktiven Level zusammenbringen wollen. Sodass ich denke, dass da ein paar nette Sachen bald herauskommen werden. Kann ich leider noch nicht viel mehr verraten, aber ist ganz spannend. Okay, ich hoffe, ich habe euch Spaß auf mehr gemacht. Wenn es noch Fragen gibt, ich habe hier 3 O'Reilly-Bücher für 3 gute Fragen. Also wer ein O'Reilly-Buch haben mag. Ansonsten vielen Dank und guten Heimweg. Schön, dass ihr da wart und schönen Abend.